Derweil ist Markus in Schweden unterwegs. Und zwar in Stockholm. Markus hat die Reederei ausfindig machen können, die damals für das Schiff zuständig war, auf dem Lindas Vater 1976 als Koch gearbeitet hat. Leider existieren hier keine Unterlagen mehr, die belegen könnten, was aus der damaligen Besatzung geworden ist. Vielleicht kann ja der jetzige Besitzer, der Birger Jarl, helfen. Die soll laut Markus Recherchen im Hafen von Stockholm liegen. Doch dort angekommen, erlebt er eine böse Überraschung. Also hier vorne irgendwo soll es liegen, aber da liegt überhaupt kein Boot. Also hier soll Birger Jarl liegen, aber da ist nichts. Entschuldigung, weißt du, wo ich das Hostelschiff Birger Jarl finden kann? Ein Hostelschiff? Ja, der Birger Jarl. Weiß ich nicht. Es sollte hier liegen. Nein. Okay, danke für deine Hilfe. Hallo. Darf ich euch was fragen? Ich suche das Hostelschiff Birger Jarl, was hier liegen soll. Birger Jarl? Keine Ahnung. Kommt ihr von hier? Ja, okay. Deshalb brauchen wir auch kein Hostel. Ich suche ein Hostelschiff, das hier liegen sollte. Aber es ist weg. Okay. Tut uns leid. Trotzdem danke. Hallo. Ich suche ein Hostelschiff. Es sollte eigentlich da vorne liegen. Da weiß ich nichts von. Noch nie davon gehört? Gehört schon, aber ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Laut meiner Information soll es hier liegen. Jetzt ist es aber verschwunden. Ja, da lag mal ein Schiff. Aber wo es jetzt ist, keine Ahnung. Laut Google soll es da vorne liegen. Vielleicht dreht es gerade eine Runde. Es ist ja ein Schiff. Okay, vielen Dank trotzdem. Kein Problem. Hallo. Hallo du, der da angelt? Ja. Weißt du, was aus dem Hostelschiff Bejal geworden ist? Die haben ihre Lizenz verloren. Nochmal bitte. Auf dem Schiff war doch ein Hostel, oder? Ja. Ja, genau. Sie hatten keine Genehmigung mehr, das Schiff als Hostel zu führen. Es gab Ärger zwischen der Stadt und dem Eigentümer. Okay. Es war ein ewiges Hin und Her. Weißt du, wo das Schiff jetzt ist? Nein, es wurde abgeschleppt. Es ist verschwunden. Die lokale Zeitung hat davon berichtet. Ich habe seitdem nichts mehr gehört. Okay. Das ist noch nicht so lange her. Ich dachte, es wäre noch hier. Es lag ewig hier. Okay. Und davor lag es vor der Altstadt. Okay. Vielen Dank für die Hilfe. Gern geschehen. Wieder eine Sackgasse. Markus weiß gerade nicht, was er noch tun kann. Zur gleichen Zeit in Spanien. Marco hat seine Suche in Mallorca ergebnislos abgebrochen und ist inzwischen in Denia an der Costa Blanca angelangt. Hier sollte ein weiterer Seemann leben, der zur gleichen Zeit auf einem der Schiffe arbeitete wie Nils Oke. So, ich bin jetzt gestern Abend hier in Denia angekommen, bin auf dem Weg zur ersten Adresse von Fernando Flores Gomez. Die muss hier oben in der Altstadt sein. Mal sehen, was ich da finde. Tatsächlich haben wir zwei Adressen dieses Fernando in Denia gefunden. Möglicherweise ist der Gesuchte umgezogen. Hier oben muss es irgendwo sein. Ja, da komme ich aber nicht. Da komme ich nicht mit dem Auto weiter. Da muss ich zu Fuß rein. Carrer San Francesco, das ist die richtige Straße. Jetzt suche ich die Nummer 29. 40, dann müsste die 29 eigentlich auf der anderen Seite sein. Okay, dann müsste das eigentlich die 29 sein. Sieht erstmal ziemlich dicht aus. Tja, die Klingel scheint zugekleistert.
Sieht mir erstmal so aus, als würde da niemand wohnen. Also alle Fenster sind dicht, die Tür ist verrammelt. Also hier war lange schon keiner mehr. Ah, da ist jemand. Disculpa, señor. Entschuldigen Sie bitte. Disculpa. Entschuldigung. Disculpa, señor. Disculpa. Disculpa. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe eine Frage. Una pregunta. Nein, espera. Ich suche einen Fernando Flores Gómez. Fernando Flores. Laut meinen Informationen wohnt er in der Nummer 29. Welche Nummer? Nummer 29. Es ist gerade niemand da. Da wohnt aber kein Mann. Da wohnt eine Frau. Und früher vielleicht? Früher? Das Haus gehört einer Frau, die die meiste Zeit in Valencia wohnt. Es sei denn, Fernando ist ihr Bruder. Ah, sie ist momentan nicht da. Wohnen Sie schon lange hier? Ich wohne hier seit 1931. Seit 1931? Also Fernando Flores Gómez sagt Ihnen nichts. Es könnte sein, dass es ihr Bruder ist. Ja, verstehe. Wissen Sie denn, wie ich diese Frau finden kann? Keine Ahnung. Sie wohnt in Valencia. Ah, sie wohnt nicht fest hier? Nein, sie kommt nur ab und zu. Vielleicht kommt sie demnächst über die Feiertage. Trotzdem danke für die Hilfe. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Es bleibt fraglich, ob der gesuchte Fernando hier wohnt oder gewohnt hat. Doch bevor Marco die ganze Nachbarschaft auf den Kopf stellt, macht er sich auf den Weg zu der zweiten Adresse, die nur wenige Kilometer entfernt liegt. Rambla de Gallinera, das ist unsere Straße. Jetzt muss ich nur noch die Hausnummer 10 finden. Und das ist die 10. Okay. Ich sehe da jemanden. Hola? Hola, disculpa. Hallo, entschuldigen Sie. Hola. Hallo, was wollen Sie? Ich suche einen Fernando Flores. Es ist usted? Sind Sie das? Ja, das bin ich. Wir kommen vom deutschen Fernsehen. Ich heiße Marco. Warum filmen Sie mich? Es geht um eine Familienangelegenheit. Ich suche nach einem Mann. Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. Aha, okay. Ich suche einen Mann, der auf einem schwedischen Schiff gearbeitet hat. Ich habe die Information, dass Sie auf demselben Schiff gearbeitet haben. Das Schiff hieß Birger Jarl. Ja, auf dem Schiff habe ich eine Zeit lang gearbeitet. Ich bin auf der Suche nach dem damaligen Schiffskoch namens Nils Åke Nilsson. Schwedische Namen klingen für mich alle gleich. An den Namen kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Das ist schon so lange her. Endlich. Zumindest haben wir den ersten Menschen gefunden, der damals auf demselben Schiff gearbeitet hat wie Lindas Vater. Doch das ist Jahrzehnte her und die Spur ist somit alles andere als konkret. Was nun? Haben Sie eine Idee, was mir bei der Suche nach dem Mann weiterhelfen könnte? Wie war nochmal der genaue Name? Nils Åke Nilsson. Nils Nilsson und in der Mitte Åke. A-K-E. Also, irgendwo muss ich mein altes Adressbuch haben. Da stehen einige Kontakte von alten Kollegen drin. Also auch noch Kontakte zu Kollegen aus den 70ern? Ja, mit manchen stehe ich noch in Kontakt. Das wäre eine große Hilfe. Ich weiß natürlich nicht, ob sich jemand an ihn erinnert. Und es kann eine Weile dauern. Wie kann ich sie erreichen? Hier haben Sie meine Nummer. Sie melden sich, wenn Sie was hören? Alles klar. Ich höre mich um und melde mich dann. Perfekt. Sí. Muchas gracias. Vielen Dank für die Hilfe. Auf Wiedersehen. Einige Tage später in Köln.
Tatsächlich hat der ehemalige Kollege Wort gehalten. Er hat eine entscheidende Information herausgefunden. Welche, das möchte ich Linda selbst mitteilen. Linda, schön, dass du wieder hier bist. Ja, ich freue mich. Ja? Ja. Du bist verändert, du hast eine neue Haarfarbe. Ja. Ja, das ist richtig. Steht dir gut. Dankeschön. Linda, tatsächlich bist du heute nicht ohne Grund hier. Zwei Kollegen aus meinem Team und ich haben nach deinem Vater recherchiert. Okay. Und im Zuge dieser Suche gab es Spuren, die nach Schweden und Spanien geführt haben. Oh. Schweden wurde dann interessanter als Spur und es gab einen Hinweis zu einer Adresse, die sehr vielversprechend klang. Und Markus aus meinem Team, der ja auch Schwede ist, ist da hingefahren, um rauszufinden, ob wir richtig liegen. Okay. Und das möchte ich dir gern zeigen. Na, alles klar. Okay, dann guck mal. Ja, danke. Fernando, der ehemalige Kollege von Nils Åke, hat Wort gehalten und sich umgehört. Über einige Umwege hat er erfahren, wo Lindas Vater heute leben könnte. Der Hinweis führt nach Gnesta, 70 Kilometer südwestlich von Stockholm. So, hier muss es irgendwo sein. Da ist die 2B, da muss ja die 2A da hinten sein. Ja, da ist die 2A. Ah, hier. Oh, Nilsson. Zu Hause ist es sein. Ich will zum Auto gehen, einen Zettel holen. Ihm was schreiben, dass wir hier waren. Hallo? Hallo? Tut mir leid. Ich war gerade am Telefonieren. Ja, ich habe gerade bei dir geklingelt. Entschuldigung. Ich suche einen Nils Åke Nilsson, der in den 70er Jahren Schiffskoch war. Das war ich. Hast du mal in Hägersten gelebt? Warum filmt ihr mich? Ich komme vom deutschen Fernsehen. Keine Angst, ich erkläre gleich alles. Verstehe. Ja, das stimmt. Nils Åke. Ganz genau. Dann bin ich hier richtig. Es gibt jemanden in Deutschland, der dich seit langer Zeit sucht. Kannst du dir vorstellen, wer? Vielleicht meine Tochter? Ja, es ist Linda. Sind das gute Nachrichten? Würdest du mit mir kommen? Dann können wir in Ruhe reden. Ja, hol dir besser eine Jacke. Es ist kalt. Okay. Ich warte hier auf dich. In Ordnung. Wir haben deinen Papa gefunden. Mein Herrgott. Wie ist das erste Gefühl? Ohne Worte gerade. Aber er hat sich gefreut und er wusste direkt, wer es ist. Und das ging direkt hier rein. Habe ich gesehen. Markus hat sich natürlich dann mit deinem Papa zusammengesetzt. Ja. Und sie haben sich unterhalten. Bist du bereit, dir das anzusehen? Ja. Okay. Nils Åke, jetzt wo du weißt, warum ich hier bin, wie ist das für dich? Das ist fantastisch. Einfach großartig. Es ist unglaublich viel Zeit vergangen. So viele Jahre. Hattest du die Hoffnung aufgegeben? Ja, es war hoffnungslos. Sehr hoffnungslos sogar. Wie hast du Lindas Mutter kennengelernt? Das war in einem Restaurant. Da habe ich Anita kennengelernt. Es war eine Jugendliebe. Wir waren ja noch fast Kinder, aber wir waren einfach noch nicht reif genug für eine langfristige Beziehung. Wie hast du dann herausgefunden, dass sie schwanger war? Ich hatte damals auf einem Frachter gearbeitet. Cementfartyg som gick efter kusten upp och ner.
Eines Tages bekam ich eine Nachricht, dass ich sofort nach Hause zu Anita kommen sollte. Am nächsten Hafen durfte ich das Schiff verlassen. Ich bin sofort nach Hause gefahren und bin direkt zu Anitas Elternhaus gegangen. Dort wurde ich sofort zur Rede gestellt. Das werde ich niemals vergessen. Das war wirklich schlimm. Ihre Eltern gaben mir das Gefühl, dass ich einen Riesenfehler gemacht hätte. Sie sagten, Junge, was hast du angestellt? Aber ich dachte mir, ich bin daran doch nicht alleine schuld. So habe ich es erfahren. Wie hast du auf die Anschuldigungen reagiert? Ich war stinksauer. Warum waren sie nur böse auf mich? Zum Kindermachen gehören in der Regel zwei. Ich ging dann dort weg wie ein geprügelter Hund. Du wurdest also rausgeworfen? Ja, sie haben mich fortgejagt. Hast du denn Linda jemals sehen dürfen? Ja, ich durfte sie einmal sehen. Sie war so wunderschön. Ich habe bis heute nur ein einziges Foto von ihr. Sie war circa 4 Monate alt. Ich kann mich erinnern, wie hübsch sie war. Hast du versucht, Linda anschließend nochmal zu sehen? Ich hatte losen Kontakt zu Anita. Aber ich war ja nicht mehr in ihrem Leben willkommen. Es war ein Balanceakt. Ich musste versuchen, nicht zu verbittern und irgendwie mein Leben weiterleben. Nach einiger Zeit habe ich dann eine andere Frau kennengelernt. Und mein Leben ging dann einfach weiter. Ich musste mich um meine anderen 3 Kinder kümmern. Du hast also noch weitere Kinder? Ja, genau. Anna ist 50. Also nicht viel jünger als Linda. Roger ist 48. Linda ist 40. Sie wird bald 41. Wie werden Sie reagieren, wenn Linda in ihr Leben tritt? Einfach fantastisch, unglaublich. Sie werden sich riesig über Linda freuen. Wie lebst du denn heute, Nils-Åke? Ich lebe in einer Wohnung hier in Gnesta. Ich mache sehr viel in meiner Freizeit. Ich koche nach wie vor, das ist ja meine Passion. Ich koche viel zu Hause für meine Verlobte. Ich gehe ganzjährig angeln, im Winter sowie im Sommer. Ich lese viel, überwiegend Kochbücher. Ich koche gerne meine alten Rezepte nach. Möchtest du ein Foto von Linda sehen? Das ist Linda mit ungefähr 12 Jahren. Wie hübsch sie ist. Und so sieht Linda heute aus. Wunderschön. Sie ist wirklich wunderschön. So fein. So hübsch. Jetzt sitzen wir beide hier und weinen. Aber sie ist wirklich eine wunderschöne Frau. Linda, es ist fantastisch, dass du das hier durchgezogen hast. Dass du versucht hast, mich zu finden, ist einfach unglaublich. Ich möchte dich so schnell wie möglich sehen. Wir haben eine Menge nachzuholen. 1000 Küsse und Umarmungen schicke ich dir. Puss und Kram. Puss und Kram. Es ist gerade ohne Worte. Ja. Absolut. Fühlst du dich erleichtert? Ja, sehr. Und noch aufgeregter als eben. Also. Was sagst du zu 3 Geschwistern? Dass es 3 sind, finde ich wahnsinnig schön. Und die dich alle auch gern kennenlernen. Das ist toll. Ich finde es wunderschön. Ich habe mir natürlich Gedanken über euch gemacht. Und du hast Wurzeln und Familie in Schweden. Ja. Und deswegen finde ich es in diesem Fall wichtig, dass du zu deiner Familie reisen wirst. Okay. Hier ist dein Ticket nach Schweden. Dankeschön. Du sollst alle kennenlernen. Ich freue mich wahnsinnig. Dankeschön. Ich würde dich gerne umarmen. Ich dich auch. Ja. Das wirst du dann mit deinem Papa machen. Ja, auf jeden Fall. Danke. Sehr gern.
einige Tage später. Linda ist zu dem wichtigsten Treffen ihres Lebens nach Stockholm gereist. Hier in dem Land, in dem sie geboren wurde, fühlt sie sich auch sofort ganz vertraut und heimisch. Ihr Papa, Nils Oke, wartet bereits gespannt auf seine Tochter. Ich bin schwerstens aufgeregt. Schwerstens aufgeregt, was passieren wird, wenn ich um die Ecke komme und er schon sehr aufregend wird. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Jo, zu Papa. Ah, so nice to see you. Same. It's so good. Fantastic. Oh, good. You got my eyes. I got your eyes. Really? Yes, sure. Right. Look. Okay. Yeah. Yes. Yeah. Und dann gibt es noch eine große Überraschung: Lindas drei schwedische Geschwister. My big brother. Oh, so nice. Ska jag också? Från Anna. Sofort wird Linda liebevoll in den Kreis ihrer Familie aufgenommen. Sie verbringt einige Tage bei ihrem Papa. Und bis heute steht sie mit ihm und den Geschwistern fast täglich in Kontakt.